Er wurde einst als der große Retter gefeiert. Doch nach 6 Jahren an der Siemens-Spitze ist die Ära Peter Löscher nun vorbei. Zu groß waren in letzter Zeit die Misserfolge. Erst vor wenigen Tagen musste Löscher seine Gewinnerwartungen zurücknehmen. Zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal 3 Monaten. Sein selbstgestecktes Renditeziel von 12% bis zum Jahr 2014 erweist sich als unrealistisch. Die Märkte reagieren prompt auf das gebrochene Versprechen. Die Siemens-Aktie verliert zeitweise mehr als 7%. 5 Milliarden Euro innerhalb von Minuten vernichtet. Doch nicht nur bei den Aktionären sorgt Löscher für Enttäuschung. Immer wieder verzögern sich unter seiner Führung prestigeträchtige Projekte. Lieferschwierigkeiten beim Hochgeschwindigkeitszug ICE, Verspätungen beim Bau von Offshore-Windparks. Der Ruf des effizienten deutschen Hochtechnologiekonzerns droht unter Löscher ins Wanken zu geraten. Auch unter den Arbeitnehmern nimmt die Unzufriedenheit zu. Mit seinem aktuellen Sparkurs und dem Abbau von weltweit 10.000 Stellen hat sich Löscher bei der Belegschaft unbeliebt gemacht. Auf der Habenseite kann Löscher den erfolgreichen Kampf gegen Korruption verbuchen. Sein designierter Nachfolger, Finanzvorstand Joe Käser, hat sein gesamtes Berufsleben bei Siemens verbracht. Geschätzt wird Käser für seine analytischen Fähigkeiten und sein Detailwissen. Die offizielle Entscheidung über die Löscher-Nachfolge wird der Aufsichtsrat am Mittwoch fällen.